Okay, hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Mädchen-WG in Köln. Nach einem Jahr ist die Playlist jetzt auch endlich mal aktualisiert. Also ihr könnt euch jetzt von vorne bis hinten alle 10 Folgen nochmal frisch angucken. Dann versteht ihr auch die Insider. Und dann fangen wir an mit der ersten Szene. Und die Hälfte der WG-Zeit ist bereits vorbei. Ach Mensch, hat ja auch nur ein Jahr gedauert. Super, Annika. Bald ist es alles vorbei. Endlich. Das sind die geilsten Ferien. Ich meine, wo sonst muss man 3 Tage lang auf dem harten Fußboden schlafen, weil man noch keine Betten hat? Voll geil. Wer auf jeden Fall nicht die geilsten Ferien hat, das sind die Hühner. Aus Protest scheißen die wohl den ganzen Hühnerstall voll. Aber wir wären ja nicht bei der Mädchen-WG, wenn es nicht dafür auch eine Lösung gäbe. Wir geben denen Essen und dafür dürfen die nicht in das Haus so viel kacken. Ja, das macht Sinn, ja. Ich kack prinzipiell auch weniger, je mehr ich esse. Haha, oh mein Gott, es geht um Scheiße. Das Thema schlachten wir aber noch ein bisschen mehr aus. Also das Thema, keine Sorge, nicht die Hühner. Damit die nicht mehr so viel scheißen. Hila, kannst du bitte noch einmal Scheiße sagen? Also wir geben euch ein Powerfrühstück, wenn ihr nicht mehr scheißt. Gut, dann bin ich jetzt aber mal gespannt. Was mixen die beiden jetzt zusammen, was die Hühner denn weniger zum Scheißen bringen soll? Lass uns Ei reintun. Also Banane mit Ei. Bisschen Käse. Oh, lecker, perfekt. Das ist mir alles noch ein bisschen zu gelb. Oh, wie schön das aussieht. Ach, Tomatenmark, perfekt. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Und damit unser kleiner Matschkuchen noch in der Form bleibt, kommt jetzt noch ein bisschen Mehl dazu. Essen die Butter? Nein. Ich mag aber auch Butter. Du, Hila, es hindert dich auch niemand daran, deine schöne Pampe selbst zu essen. Was ist das? Sind das Artischocken? Woher haben sie überhaupt das ganze Zeug her? Als ob die Mädchen sich Artischocken gekauft haben. Und nachdem die Hühner wohl anscheinend irgendwie noch nicht tot genug sind, nachdem sie das essen würden, kommt jetzt noch ein bisschen Kartoffelsalat. Jetzt verstehe ich auch den Gedanken dahinter, dass sie weniger scheißen, wenn sie das denen zu essen geben, weil sie einfach daran sterben werden. Ihr hättet ihnen auch einfach nur den Hals umdrehen können. Okay, guten Appetit. Und morgen zeigen wir euch, wie ihr euch ein KFC-Bucket selbst machen könnt. Aus Hühnern aus dem Garten. Oh, jetzt sind ja alle tot. Na scheiße, dann müssen wir sie ja essen. Gut, und nachdem alle unsere Essensreste jetzt irgendwie bei den Hühnern stehen, bleibt für uns jetzt auch nicht mehr viel übrig, oder? Für die Mädchen fällt das Powerfrühstück kleiner aus. Leider gibt es jetzt nur noch Eier und Toast. Ich will mich jetzt auch nicht zu doll aus dem Fenster lehnen, aber es sieht für mich eher so ein bisschen nach Öl mit Toast aus. Bei der Menge Öl kriege ich ja noch mehr Durchfall als bei dem Gemisch davor. Ja, das ist ja auch noch nicht mal knusprig. Wie soll es denn auch knusprig werden, wenn das mit Öl getränkt ist? Wie kannst du vorher einen Toaster Hallo. Stecken? Hallo. Das ist eine super duper Idee, Janni. Ja, nee, komm, bitte geh raus aus der Küche einfach. Hi. Ich mach die ein mit Zimt und Zucker. Ja. Was? Heute zum Frühstück Öl mit Beilage Toast, getoppt mit einem Ei mit Zimt und Zucker. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber wer ist auf die scheiß Idee gekommen? Sie hat gemeint, das schmeckt gut, weil sie das zu Hause schon mal gemacht hat. Janni, raus. Okay. Okay, seid ihr eigentlich bescheuert? In der Küche kann man schon, glaube ich, ziemlich kreativ sein. Weiß ich jetzt nicht, ob... Ey, eine Woche ist um, das heißt, wir bekommen einen neuen Umschlag mit 500 Euro WG-Kassengeld. Boah, ist das viel! Oder? Der wöchentliche Umschlag mit 500 Euro für die Haushaltskasse. Letzte Woche hat die Einteilung nicht so gut funktioniert. Gut, die Einzige, die sich mal wieder freut, ist Janni. Alina so, 500 Euro, das bekomme ich jeden Morgen von meinem Diener ins Bett geliefert. Wir dürfen nur nicht so sinnlos einkaufen gehen, so wie wir sonst. Schäl du erstmal richtig eine Gurke. Sieht richtig geil aus, ne? Sieht in erster Linie auf jeden Fall sehr ölig aus. Alina will das Toast-Ei-Experiment nicht so richtig schmecken. Was machst du da? Fett abtupfen. Du, Alina, ich glaube, da ist jede Hoffnung verloren. Am besten machst du dir deinen eigenen Toast. Die haben das gefühlt davor in Öl eingetunkt. Du willst nicht dick werden und deshalb tupfst du das da ab? Nee, Hila, es wurde einfach nur ein halber Liter Sonnenblumenöl benutzt für 5 Toasts. Und dann kommt irgendwie so ein Talk zustande, dass Alina schon auch auf ihre Figur achten will. Und die erste Reaktion von allen ist halt natürlich so, ja, hä, wieso? Du hast doch eine super Figur, bla bla bla. Das ist ja aber auch ein sensibles Thema, deswegen gehe ich da jetzt nicht noch tiefer drauf ein. Boah, so ein Abtupfen, das ist voll eklig ein bisschen. Hila, die Menge an Öl da drin ist eklig. Du musst es ja nicht machen. Dann guck weg. Und das ist extrem albern. Und dann ist doch gut. Und das hat nichts mit albern zu tun. Das hat damit was zu tun, dass ich mich dann wohler fühle.
Okay, machen wir weiter. Und zum gesunden Essen gehört auch Obst. Gut, dass ihre Nachbarin sie zum Johannisbeerenpflücken eingeladen hat. Okay, jede Person, die jemals irgendwann mal Johannisbeerenpflücken war, weiß, warum die Nachbarin die Mädels dafür eingeladen hat. Die hat einfach nur keinen Bock, die selber zu pflücken. Johannisbeerenpflücken ist wirklich der größte Pain überhaupt. Werde ich ganz emotional. Aufmerksame Augen haben aber gesehen, so Alina und Feli sind überhaupt gar nicht mit zum Johannisbeerenpflücken. Was machen die denn? Ist plötzlich Ostern oder warum malen Alina und Feli Eier an? Was haben sie vor? Damit bewerfen wir in der nächsten Folge die Hauswände der Nachbarn. Haha. Auch die anderen drei WG-Bewohnerinnen sind schwer am Arbeiten. Entschuldigung, inwieweit sind Alina und Feli schwer am Arbeiten? Hast du schon mal Johannisbeeren gepflückt, Kollege? Na, was machen denn die beiden? Schauen wir doch mal rein. Hallo, ich bin Heidi Klum und herzlich willkommen zu Germany's Next Eimer-Top. Kleiner, aber feiner Zusammenschnitt von Germany's Next iModel Top. Hallo, ich bin Gisela. Ich habe keine Hobbys außer Bibel-TV. Bibel-TV? Wow. Aber ich bin auch ein bisschen zurückgeblieben. In der Zwischenzeit haben unsere kleinen Erntemaschinen den ganzen Johannisbeerstrauch leer gepflückt. Und wenn sie mal vorbeikommen möchten für einen Kaffee oder schwimmen gehen. Oder das, was man halt macht. Hallo, ich bin nur kurz da, um schwimmen zu gehen. Ne? Tschüssi. Ab zu den anderen. Was die wohl machen? Weiß ich jetzt nicht. Und wie es halt so ist bei Jamie's Next iModel Top, gibt es am Ende auch eine Gewinnerin. Die wurde entschieden von den anderen dreien jetzt. Haben wir jetzt beschlossen, dass wir zwei Gewinner haben. Okay. Und der erste... Das gefällt Alina nicht. Wir wissen alle, dass mein Ei schöner ist als das von Feli. Und ja, natürlich gewinnt ein Ei von Alina und ein Ei von Feli. Gisela und Feli! Damit es heute nicht nochmal eine Schlägerei gibt. Alina ist heute nicht gut, auf Feli zu sprechen. Ich hätte sie ja schlagen können. Das war das Finale von Germany's Next iModel Top. Und jetzt geht's ab ins Altersheim zu ihren Freundinnen. Hallo. 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 Breaking News. Alina und Feli haben sich vertragen. Sie halten wieder Händchen. Aber wie? Das sieht unbequem aus. Ich glaube, man müsste die Hände tauschen, damit es... Können die nicht Händchen halten? Ist es so schwer? Oder halten sie so Händchen, weil sie eigentlich gar nicht Händchen halten wollen? Alina, Feli, kommt ihr bitte zuerst rein und dann haltet ihr bitte auch Händchen, damit alle denken, ihr mögt euch doch. Perfekt. Hallo. Hallo. Ach, jetzt geht das Geschrei schon wieder los. Während die einen Äpfel schälen, bereiten die anderen unter fachkundiger Anleitung den Teig zu. Wieso fachkundige Anleitung? Die haben doch heute Morgen auch schon richtig leckeren Kuchen für die Hühner gebacken. Ich finde, da fehlt noch Tomatenmark. Und neben dem Backen ist natürlich auch super viel Zeit zu plaudern. Was haben Sie so in Ihrer Jugend gemacht? Also als Sie so alt waren wie wir, so 14, 13? 14, 13? Gefickt. Schwimmen war meine Leidenschaft. In einem Meer aus Knaben. Ich habe auch Wettkämpfe mitgemacht, im Schwimmen und auch im Turm- und Kunstspringen. Und war auch mal Stadtmeisterin von... Andenhausen. Hatten Sie denn so in meinem Alter oder so auch mal einen Freund oder so? Ja, klar. Mehrere auf einmal. Klar hatte ich dann einen Freund kennengelernt, den ich auch später dann geheiratet habe. Ne? Oh, Sie haben Ihren ersten Freund gleich geheiratet? Ja. Sie haben einen Jungen kennengelernt und mit dem sind Sie zusammengekommen und haben Sie geheiratet? Ja, aber nachdem ich mit allen anderen schon hatte. Gibt es so Tipps von früher noch oder so, da wissen Sie irgendwelche Ideen, wie man wirklich sehr lange mit dem Partner zusammenbleiben kann oder was hat man früher anders gemacht als heute? Patriarchale Strukturen nicht hinterfragt. Man hat sich auch mal gestritten oder was, aber das war dann nachher wieder gut. Es gab ja auch keine andere Möglichkeit, wenn die Frau abhängig vom Mann war, weil sie nicht arbeiten oder wählen durfte. Man wäre mehr zufrieden, ne? Hat nicht so viel verlangt, glaube ich, wie heute. Gleichberechtigung zum Beispiel. Ah, da wird mir schon schlecht, wenn ich das Wort Feminismus nur höre. Das ist übrigens keine Kritik an die Omis, die finde ich total lieb. Ich will einfach nur Bewusstsein schaffen dafür, dass einfach die Antworten durch eine patriarchale Gesellschaft entstehen. Irgendwann ist der feministische Kuchen aber auch fertig gebacken. Wie finden Sie es eigentlich, wenn wir hier sind? Ich finde, dass... Schöner, wenn ihr einfach mal die Fresse halten würdet. Alles klar, super, danke, Omi. Und nach diesem nervenaufreibenden Nachmittag muss danach erstmal ein bisschen runtergekommen werden. Sie wollen eine Yogaschule besuchen. Wow, Mädchen-WG did it first. Bevor es trendy wurde, waren die schon beim Yoga-Unterricht. Cool. Habt ihr schon mal Yoga gemacht oder... Aber gehört habt ihr schon mal von Yoga, oder? Bevor wir jetzt aber in die Yoga-Klasse einsteigen, habe ich noch zwei Sachen zu kritisieren, Herr Kollege. Erstens,
Nike und Adidas auf einmal verboten? Zweitens, warum wird es nicht geblurrt? Warum ist das jetzt okay, wenn die Marke gezeigt wird? Wieso musste ich bei meiner Zeit bei Funk jedes allzu kleine Logo noch blurren? Und die... Okay. Hund mit Gesicht nach unten. Hund mit Gesicht nach unten. Hat man früher statt herabschauender Hund, Hund mit Gesicht nach unten gesagt? Das ist ja super unangenehm. Das ist ja ein Punkt, warum ich unentspannt wäre in der Yoga-Session, wenn da gesagt wird, so, okay, und jetzt machen wir den Hund mit Gesicht nach unten. Ach, schrei mir nicht ins Ohr, Savannah. Wer hat einen Hund von euch? Und? Der macht was ganz was anderes, das ist aber auch eine spannende Yoga-Position. Diese Pose hat man 2006 noch der Hackelschorsch, der sich einen Schlitten nimmt und den Berg runterflitzt, genannt. Heutzutage hat man da eine kürzere Form gefunden. Wie rutscht der Hackelschorsch? Ja, fein. Und wie finden wir das jetzt? Ich glaube nicht, dass Yoga so ein Mindsport ist. Das ist eher für alte Leute ab 30 so und älter. Boah, jetzt fühle ich mich alt. Uff. Danke, Janni. Oh Gott, was ist das? Wer hat sich das ausgedacht? Okay, wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch albern. Philly, das hat nichts mit albern zu tun. Das hat nichts mit albern zu tun. Das hat damit was zu tun, dass ich mich dann wohler fühle. Alles klar, die Yogastunde kommt wohl nicht so gut an. Wieder zu Hause wird dann erstmal Abendessen gemacht. So, jetzt bin ich aber gespannt, was gibt's heute mit Öl? Während May, Hilla und Feli für alle kochen. Öl mit Kartoffelpuffern, toll. Ich würde mich da auch hinsetzen und das Fett abtupfen. Das ist so ekelhaft. Die kommen alle mit einem erhöhten Cholesterinwert nach Hause, ich sag's euch. Natürlich sitzt Alina da und tupft ihre Puffer ab. Jetzt bin ich aber bis oben hin voll mit Öl. Dann gehen wir jetzt ins Bett, oder? Doch dann das. Spinneninvasion in der Villa. So eine Spinne, okay, aber wenn die wirklich noch Kinder um sich herum hat. Hey, lass uns die wegsaugen. Ja, dann töten die, Mann. Nein, nicht töten. Ich möchte züchten. Sie will sie züchten? Okay. Nein, sicher nicht. Das ist blöd, nein. Ich finde, wir sollten abstimmen, ob wir die vernichten oder ob wir die züchten. Wenn wir vernichten. Welchen bösen Plan hackt Alina da gerade eben aus? Wenn alle schlafen, schnapp ich mir die kleinen Spinnenbabys und leg sie alle bei Feli ins Bett. Aber Leute, aber ganz ehrlich, wollen wir die auch vernichten? Wie wollen wir die vernichten? Vor allem vernichten. Kommen sie gleich mit so einer Sprühdose Deo und einem Feuerzeug. Wieso ist denn da so ein schwarzer Fleck oben an der Decke? Was habt denn ihr hier drin gemacht? Wir haben ein paar Spinnen abgefackelt. Naja, auf jeden Fall ist Chaos jetzt vorprogrammiert. Oh mein Gott, die sind so krass. Ich mal. Ich töte dir dann. Janni snackt währenddessen die kleinen Spinnenbabys weg. Und irgendwann hat Alina aber auch wohl genug. Die Machtergreifung war erfolgreich. Komm, Alina, hol dir dein Königreich. Die Tür aufstellen. Und so ist mein Plan aufgegangen, alle zu unterwerfen. Ich habe die Kontrolle über sie. Das war jetzt aber wirklich anstrengend genug. Dann geht's jetzt ab ins Bett. Schön, ey, heute haben wir Yoga gemacht. Das ist das Langweiligste, was ich jemals gemacht habe. Ich dachte, das war eine gute Idee. Sabine weint sich heute in den Schlaf. Habt ihr toll gemacht. Danke. Dann war's das jetzt auch mit der Mädchen-WG. Ihr könnt jetzt hier die neue Folge Fernbedienung angucken. Da haben wir mit Clara Lange, die Pina bei Die Discounter spielt, ein bisschen gequatscht, Interview geführt, aber auch persönliche Dinge besprochen. Deswegen schaut gerne mal rein. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hier könnt ihr mich abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.